ein herzliches Willkommen zu unserer kosmischen Reise durch die 13 heiligen Tage. Wir haben heute das Zeichen des Stieres und wir treten aber schon heraus aus diesen 9 Engelchören oder den 10 Hierarchien, wenn wir den Mensch mit dazu rechnen. Und wir treten damit auch heraus aus dem Sonnensystem, denn die Seraphim, die letzten Wesenheiten, sind dem Saturn zugeordnet, Cherubim, dem Jupiter und die Throne, dem Mars. Und jetzt treten wir hinaus in den exosolaren Raum. Und jetzt haben wir den Tag des Heiligen Geistes. Wir haben gestern gehört, dass es in der Liebe geht um Liebestaten. Und das können wir nochmal wunderschön hören in unserem Traumlied. Wie selig ist, wer hier im Erdenleben den Armen Schuhe gibt. Er braucht dann nicht mit nackten Füßen zu wandeln dort im Dornenfeld. Da spricht der vage Zunge und Weltenwahrheit ertönt im Geistesstand. Wie selig ist, wer hier im Erdenleben den Armen Brot gereicht. Ihn können nicht verletzen die Hunde jener Welt. Da spricht der vage Zunge und Weltenwahrheit ertönt im Geistesstand. Wie selig ist, wer hier im Erdenleben den Armen Korn gereicht. Ihn kann nicht drohen das scharfe Horn des Stiers, wenn er die Gyalabrücke überschreiten muss. Da spricht der vage Zunge und Weltenwahrheit ertönt im Geistesstand. Wie selig ist, wer hier im Erdenleben den Armen Kleider reicht. Ihn können nicht erfrieren die Eisesmassen Bruxvalins. In der göttlichen Komödie von Dante ist die Rede vom Empyreum, vom Kristallhimmel, vom Feuerhimmel jenseits dieser Engelwelten. Dort thront die Trinität. Den Vater hatten wir schon zu Silvester. Jetzt kommen wir zum Heiligen Geist und dem ist merkwürdigerweise ein Tier zugeordnet, nämlich der Stier. Und wie sollen wir etwas damit anfangen, mit dem Stier und dem Heiligen Geist? Und das wird uns wiederum nur enthüllt durch Eingeweihte, durch geistige Seher, die hineinschauen können in die geistige Welt und schauen können, was denn eigentlich hinter einem Stier symbolisch oder geistig steht. Und da kommt die spannende Frage, warum ist die Kuh heilig in Indien? Die heilige Kuh. Vor vielen Jahrtausenden haben die großen Seher Indiens, die großen Seher des Veda, die heiligen Rishis, die 7 Rishis und die vielen anderen Rishis, die Kuh heilig erklärt. Und jetzt hören wir, dass der Stier oder die Kuh dem Heiligen Geist zugeordnet ist. Auf einmal sehen wir, dass diese geistigen, spirituellen Lehren einheitlich sind. Sie reden von demselben. Und dank des geistigen Sehers und wirklich großen Eingeweihten Rudolf Steiners, der hineinschauen konnte und schauen konnte, warum ist die Kuh heilig? Wie zeigt sich die Kuh in der geistigen, astralischen Welt? Wie erscheint sie denn da? Und da erscheint sie eben merkwürdigerweise wie ein geistig fliegender Vogel. Und plötzlich wird klar, warum in der Taufe im Jordan Christus in Form einer Taube vom Himmel herunterkommt. Das ist der Tag des Heiligen Geistes, des Stieres, wo es darum geht, dass wir diesen Tag ja wem oder was widmen. Dem, was der Heilige Geist auch in sich trägt. Denn Christus hat uns gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Spirituelle Wahrheiten jetzt anzueignen, Wahrheit zu lieben und uns der Wahrheit zuzuneigen, das ist etwas, wo wir dem Heiligen Geist, dem heilenden Geist folgen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er heilt. Und deshalb hat der Heiland ihn gebracht. Und an dieser Stelle will ich auch einmal ein Zitat von Rudolf Steiner bringen über diese 13 heiligen Nächte. Zum Ausklang kurz vorher, wo er sagt, empfindet alle Tiefe des Weihnachtsfestes, des Christfestes, aber versenkt euch dann während der 12, 13 heiligen Nächte
in die heiligsten Geheimnisse des Kosmos. Das heißt, in das Land des Universums, aus dem der Christus heruntergezogen ist, auf die Erde. Das Land des Heiligen Geistes ist unsere Heimat, ist deine Heimat. Und so mag dieser Tag heute dir uns in der Erinnerung dienen und uns aufrufen, dass wir nach Wahrheit streben und dass wir immer mehr durch dieses Streben nach Wahrheit und jetzt nach spirituellen Wahrheiten eine Beziehung zu diesen geistigen Wesen aufbauen und in Verbindung treten zu ihnen und so eine heilige, echte Kommunion erleben können. In diesem Sinne, in dieser Nacht vom 4. auf den 5. einen wunderschönen heiligen Tag.